Bis es mal raucht, dampft oder zischt, braucht es einige Hände, die das Tabakblatt aus Rheinland-Pfalz ernten. 25 Landwirte bauen auf rund 450 Hektar Tabakpflanzen an. Jörg Fehr ist der Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft in Rheinland-Pfalz. Er bündelt die Angebote zwischen Landwirten und Abnehmer. Also wir verhandeln die Preise und machen die Verträge mit den Abnehmerfirmen, mit den Käufern. Und machen gleichzeitig Verträge auch mit den Tabakpflanzern, sodass die schon vor der Saison wissen, welche Preise sie erzielen und können sich komplett auf den Anbau konzentrieren. Und das ist für die Pfalz besonders wichtig. Also für die Region ist er nach wie vor prägend, auch wenn das nur 25 Betriebe machen. Diese 450 Hektar sind ja auch doch durchaus landschaftsprägend. Und man sagt ja so schön, wenn der Tabak blüht, blüht die Pfalz. Von daher ist das natürlich auch ein touristischer Aspekt. Aber letztendlich muss man natürlich damit auch noch Geld verdienen können, sonst würden es die Landwirte nicht mehr machen. So ein Museumsanbau, da sind wir natürlich nicht dafür zu haben. Anfang des Jahres werden die Samen gesät, wo sie dann zu Pflänzchen heranwachsen und Mitte März auf dem Feld eingesät werden. Wir treffen Tabakbauer Uwe Nauert auf seinem Feld in Kandel. Der zeigt uns, wie es geht. Wir müssen immer praktisch die reifen Blätter ernten. Das müssen die Erntekräfte hier auch ein bisschen sehen, dass wir einfach immer die gelben, bisschen zitronengelben Blätter hier wegnehmen. Und die werden dann praktisch Stück für Stück gepflückt und werden dann entweder teilweise unter den Arm genommen oder auch zwischen die Beine. Für Uwe Nauert ist dabei die Qualitätssicherung entscheidend, damit Kunden und Partner zufrieden bleiben. Außerdem? Die Arbeitskräftesituation ist halt prekär und das macht uns alle Sorgen an erster Stelle. Ansonsten, ja, vom Klima her passt es noch. Wir haben natürlich da immer die witterungsbedingten Einschränkungen. Die Arbeiter sind zwischen 20 und 30 Jahre alt, reisen oft mit weiteren Familienmitgliedern oder Freunden, meistens aus dem Ausland, an. Doch Nauert bietet den Saisonkräften nicht nur einen Arbeitsplatz oder Eis am Nachmittag, sondern dass man mittlerweile anfängt, eine Bleibeprämie zu bezahlen oder solche Dinge, um einfach den Leuten auch ein bisschen Spaß mit auf den Weg zu geben. Die Arbeiter beginnen früh morgens mit ihrer Arbeit, brechen den Tabak und stechen ihn dann auf diesen Rack. Zurück auf dem Hof werden die dann in einen Ofen geschoben und zitronengelb getrocknet. Danach geht es zur Auflockerung in eine Maschine. Das erleichtert den Sortierprozess. Hier kommt jetzt die Klasse 1 raus und wird dann praktisch hier direkt in den Karton befüllt. Einen letzten Qualitätscheck lässt sich der Chef persönlich nicht nehmen. Hier in Kandel entstehen Produkte für den internationalen Export. Wir machen zu 85% Shisha-Tabak für Wasserpfeifen, der dann auch in die arabischen Länder exportiert wird, dort in die Fabriken, um dort eben den Shisha-Tabak herzustellen. Na dann, gute Reise!